Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 5 von der Klausur Wintersemester 2021 an. Für den dargestellten mit Litzenspannliedern im nachträglichen Verbund vorgespannten Träger mit direkter Auflagerung ist die Querkrafttragfähigkeit im Abstand DS von der Auflagevorderkante nachzuweisen. Matrikelnummer 6, Alpha gleich 6, Beta gleich 5, Gamma gleich 9. Wir haben also einen Beton C5060, Spannstahl 28 Quadratzentimeter, schlaffe Bewährungsstahl 12 Quadratzentimeter, Hüllrohrdurchmesser 50 mm, Spannweite 23 Meter, Breite, Stegbreite 50 cm und Belastung hier PD 100 kN und eine Vorspannkraft von 3,5 MN. Okay, dann haben wir noch die restlichen Werte von dem Plattenbreitenquerschnitt hier gegeben und dass wir eine Neigung haben hier von 10 Grad. Tragen wir die 3,5 hier noch an. Als erstes sollen wir durchführen, ermitteln Sie den Bemessungswert der einwirkenden Querkraft unter Berücksichtigung der Spannliedneigung. Also 5.1, Bemessungswert. Der Querkraft. Erstmal die Auflagekraft ist einfach Belastung mal Länge halbe, Hälfte geht nach links, Hälfte nach rechts. Also 100 mal 23 halbe, kommen wir auf 1150 kN oder 1,15 MN. Dann VPD, also infolge der Vorspannkraft, Gamma P mal PMT mal Sinus Phi P. Wir haben Teilsicherheitsbeihilfe von 1,0, PMT ist hier 3,5 und 10 Grad, also Sinus von 10 Grad, kommen wir auf 0,608 MN. Dann VED 0, das ist im Abstand DS von der Auflagevorderkante, also A minus PD mal DS plus T halbe. Haben wir hier VED 0, Auflagekraft 1,15 MN minus Belastung 0,1 MN. Meter, ne, das sind hier die 100 kN pro Meter umgerechnet, mal DS. DS ist hier gegeben mit 1,24 plus 0,25, also 1,49 Meter. Und die Auflagerbreite sind 40 cm, also 0,4 halbe. Kommen wir dann auf 0,981 MN. Damit haben wir dann ein VED-RET von VED0 minus der Anteil aus Vorspannung, also minus VPD, sind 0,981 minus 0,608. Das sind dann 0,373 MN. Okay, das war Aufgabenteil 1. Aufgabenteil 2. Weisen Sie die Tragfähigkeit der Druckstrebe nach und ermitteln Sie die erforderliche Querkraftbewährung, auch unter Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewährung. Ist die vorhandene Bügelbewährung von AS 7,85 Quadratzentimeter pro Meter ausreichend? Vereinfachen darf in der Berechnung die statische Höhe des nicht vorgespannten Betonstalls verwendet werden. Also Aufgabenteil 5.2. Fangen wir an mit dem Nachweis der Druckstrebe. Ja, für den Nachweis der Druckstrebe gucken wir uns erstmal den Summe aller Hüllrohrdurchmesser an. Wir haben hier zwei Hüllrohre auf einer Höhe liegen. Die Hüllrohre haben eine Breite von 50 mm, also in Summe 100 mm, also 10 cm oder 0,10 Meter. Größer als BW Achtel gucken wir.
Breite des Steges ist 0,5. 0,5 Achtel sind 0,0625 Meter. Das ist so, deswegen muss BW abgemindert werden. Ne? Also BW muss abgemindert werden. Ja, BW Norm, das was wir dann für die Druckstrebe ansetzen, ist BW minus 0,5 mal Summe der Durchmesser der Hüllrohre. BW 0,5 Meter, Summe dH haben wir gerade mit 0,1 Meter bestimmt, also 0,45 Meter ist BW Norm. Dann VRD Max, BW Norm mal Z mal 0,75 mal FCD durch Cotangens Theta plus 1 durch Cotangens Theta. BW Norm sind die 0,45 Meter. Z sollten wir hier vereinfacht annehmen mit 0,9 ds. Ds waren 1,49 und Cotangens Theta sollen wir mit 3,0 annehmen. Also mal 0,9 mal ds 1,49 mal die 0,75 mal FCD für den Beton C5060 haben wir ein FCD von 28,3. Das durch Cotangens Theta 3,0 plus 1 durch 3,0 kommen wir dann auf ein VD Max von 3,842 Megannewton. Und das ist deutlich größer als die einwirkende Querkraft von 1,15 Megannewton. Die nicht abgeminderte nehmen wir hier. Ja. Ja, dann die erforderliche Querkraftbewährung. Hier nehmen wir die abgeminderte Querkraft. Also ASW ist gleich VED reduziert durch FYD mal Z mal Cotangens Theta. VED Red haben wir hier ermittelt mit 0,373 Meganewton, also 0,373 durch FYD 435, Z 0,9 mal 1,49 mal Cotangens Theta 3,0. Ganze mal 10 hoch 4, damit wir Quadratzentimeter bekommen, haben wir 2,13 Quadratzentimeter pro Meter. Ja, dann die Mindestquerkraftbewährung. Bewährung. Da haben wir Rho min, das ist 0,256 mal FCTM durch FYK. Also hier müssen wir FCTM nachschauen. Und wir haben ja hier, die normale Mindestbewährung ist ja 0,16 mal FCTM durch FYK. Wir haben aber jetzt einen gegliederten Querschnitt mit vorgespannten Zuggurt, deswegen die 0,256. Und FCTM für einen C50 lesen wir mit 4,1 aus. Ja? Also hier mal 4,1 durch 500. Kommen wir dann auf 0,002096. Und damit haben wir dann ASW min, rechnen wir damit aus. Das ist Rho W min mal BW mal Sinus Alpha. Wobei Sinus Alpha für 90 Grad 1,0 für Alpha gleich 90 Grad. Also ASW min gleich Rho W min, also 0,002096 mal BW 50 mal 10 hoch 2 zum Umrechnen auf Quadratzentimeter, dann haben wir 10,48 Quadratzentimeter pro Meter. Das ist hier maßgebend, das ist mehr als wir hier erforderlich haben, also Mindestquerkraftbewährung ist maßgebend. Und es ist größer als die vorhandene Bewährung, Bügelbewährung von 7,85 Quadratzentimeter pro Meter. Das stand hier in der Aufgabenstellung. Und damit ist die vorhandene Bewährung nicht ausreichend. Nicht ausreichend.